auch dann ganz herzlich unsere Referentinnen begrüßen. Das sind zum einen Inga Kühn und Laura Benning von CIVIZ im Stifterverband, also Zivilgesellschaft in Zahlen, die zusammen, und da kommt Lars Schmitz von den Amazon Web Services ins Spiel, das Programm Digital Engagiert aufgelegt haben, was Sie auch gleich nochmal erklären werden. Und ich finde, das ist ein ganz interessanter Case tatsächlich, weil wir dann mal nicht drüber sprechen, wie sich jetzt die einzelne Initiative oder der Verein digitalisiert hat im letzten Jahr, sondern wie auch so eine Förderinitiative umdenken muss, umschwenken muss und sich auf eine gewisse Art wahrscheinlich auch neu erfinden muss. Und ja, viel mehr möchte ich gar nicht dazu sagen und würde an euch das Wort übergeben. Ja, wunderbar. Vielen Dank, Henrik. Jetzt hast du mir schon ein bisschen was vorweggenommen. Wir wollten uns vorstellen und jetzt sind wir schon sozusagen vorgestellt. Ich sage es nochmal, CIVIZ im Stifterverband, Inga Kühn mein Name. Ich unterstütze das Projekt Digital Engagiert als Projektassistentin seit seinen Anfängen in 2018 und bin heute hier mit meiner Kollegin Laura und Lars. Laura und Lars, kurz das Wort an euch, dass ihr euch auch vorstellt nochmal. Genau, ich übernehme mal kurz Laura Benning. Genau, ich arbeite wie Inga beim Stifterverband, bei CIVIZ im Stifterverband seit letztem Jahr tatsächlich erst. Ich bin Projektmanagerin und arbeite unter anderem eben bei Digital Engagiert, der Förderinitiative, von der genau Henrik und Inga gerade schon erzählt haben und von der wir auch gleich noch ein bisschen mehr erzählen werden. Und neben Digital Engagiert betreue ich bei CIVIZ noch weitere Projekte und Studien, die auch ganz grob was mit Engagement und Ehrenamt zu tun haben. Das sind so die Themen, mit denen wir uns beschäftigen. Und wir sind genau auch eine der Mitveranstalterinnen des Digital Social Summits in diesem Jahr. Und genau, ich übergebe mal weiter an Lars. Grüß euch. Hallo, Lars. Ich bin bei Amazon Web Services. Ich nenne mich offiziell Digital Innovation Leads. Meine Aufgabe besteht im Grunde genommen darin, Organisationen, die sich in irgendeiner Form um Fragen des öffentlichen Interesses kümmern, also im öffentlichen Bereich unterwegs sind, bei der digitalen Innovation zu helfen. Eine der Aktivitäten, die ich begleite, ist Digital Engagiert. Ich habe mich letztes Jahr eingeklinkt und aktiv engagiert und gehe jetzt auch im Moment mit den verschiedenen Teams in die vierte Förderrunde und arbeite mit 12 Teams zusammen, um sie zu unterstützen. Genau. Ich teile jetzt mal unseren Bildschirm, also meinen Bildschirm und das müsste jetzt ist ein falsches Bild hier gekommen, okay. Ah ja, okay. Das ist, weil ich das hier auf dem falschen Ort hatte. Okay, nochmal. So, ich hoffe, ihr seht jetzt alle dieses schöne gelbe Bild mit dem digital engagiert Logo. Ist das richtig? Wunderbar, sehr gut. Also in diesem Sinne nochmal herzlich willkommen zu der DSS-Session. Eine Folge der Initiative wird digital, unsere Learnings und Challenges. Ich blätter gleich mal weiter und kann dann auch gleich hier vorgestellt, haben wir uns bereits. Die Fotos brauchen immer einen Moment noch zum Laden. Kurzes Housekeeping, aber ihr seid ja alle gebrieft, die Mikros sind alle aus. Henrik und Sebastian unterstützen uns hier heute. Herzlichen Dank an euch. Und den Chat würden wir so handhaben, also später dann machen wir noch so eine offene Runde. Da kennt ihr diesen, ja, gehen wir vielleicht gleich nachher dann nochmal drauf ein, über das Handheben, dass wir euch organisiert dann sozusagen das Wort erteilen. Zur Agenda jetzt in den nächsten 45 Minuten. Unsere Förderinitiative Digital Engagiert ist in den letzten zwölf Monaten hat ihrem Namen alle Ehre gemacht. Wir sind eine Förderinitiative, die ganz besonders von der persönlichen Begegnung lebt, die in der kurzen Förderphase von 6 Monaten etliche Veranstaltungen organisiert, Raum für Begegnung und Netzwerken da zur Verfügung stellt. Und jetzt standen wir eben vor 12 Monaten vor der Herausforderung, wie bringen wir jetzt diese Initiative in den digitalen Raum, wie überbrücken wir den Moment der persönlichen Begegnung oder setzen den Moment der persönlichen Begegnung in den digitalen Raum und wie gelingt es uns, die Inhalte in Online-Sessions in verkürzter Zeit zu vermitteln.
Und ich glaube, wir waren einigermaßen erfolgreich, diese Übersetzungsleistung zu machen. Und das wollen wir eben hier gerne heute mit euch teilen. Zunächst einmal die Förderinitiative Digital Engagiert vorstellen. Was ist digital engagiert und wer wird gefördert durch Digital Engagiert? Dann wollen wir euch einführen in oder unsere Erfahrungen teilen mit euch, wie wir unsere digitalen Veranstaltungen planen, ganz dezidiert, und dann euch einen Überblick geben über digitale Tools, die wir mittlerweile gut kennengelernt haben und erfolgreich für uns nutzen und einsetzen. Aber bevor wir jetzt in die Inhalte einsteigen, wollen wir gleich ein bisschen Interaktion reinbringen und ein Spiel mit euch spielen, ein altbekanntes Spiel, das wir noch aus Kindertagen alle sicher gut kennen und das jetzt eine Variation oder seine digitale Variation gefunden hat hier in der Online-Welt. Und zwar ist das Schnick, Schnack, Schnuck. Und meine Kollegin Laura wird euch die Spielregeln erklären, die ein bisschen sich unterscheiden vom Analogen. Und damit übergebe ich an dich das Wort, Laura. Genau, also Schnick, Schnack, Schnuck war ein Spiel, was wir auch beim Kickoff tatsächlich von Digital Engagiert gespielt haben zum Warmwerden. Inga, es wäre super, wenn du die Bildschirmteilung kurz beendest und genau, alle, die hier sind und die Kamera anmachen könnten, das wäre super. Genau, ich sehe schon ein paar Menschen mehr. Ich warte noch mal so 2-3 Sekunden, damit wir uns auch alle sehen beim Spielen. Genau, es wird schon mehr. Ich warte noch kurz, ob die restlichen Leute vielleicht auch noch Lust haben, sich zuzuschalten. Genau, ich erkläre in derweil schon mal das Spiel. Genau, Schnick, Schnack, Schnuck kennt ihr ja alle. Für die, die es nicht kennen, erkläre ich es nochmal. Es gibt genau Stein, Schere und Papier. Stein schlägt die, jetzt muss ich kurz überlegen, die Schere. Schere schlägt das Papier und Papier schlägt den Stein. Genau, Annika nickt schon, ich habe es richtig erklärt, das ist schon mal gut. Genau, also wir spielen das jetzt so und wir machen es so, dass ihr immer jeweils gegen die Person spielt, die rechts neben euch ist. Das ist bei jedem eine andere Person, das ist irgendwie so der Witz des Spiels. Also ihr stellt euch vor, ihr spielt gegen die Person, die rechts neben euch ist. Und wenn ihr verliert gegen diese Person, dann macht ihr euren Bildschirm aus. Wichtig ist nicht schummeln. Also ich kann es eh nicht, ich kann es nachher eh nicht sehen, wer hat geschummelt oder wer nicht. Aber genau, ich vertraue euch alle, dass ihr ehrlich seid. Das heißt, wenn ihr verliert, Kamera aus. Und die Person, die am Ende noch die Kamera anhat, hat gewonnen. Das ist die Idee des Spiels. Genau, ich sage es immer an. Ihr macht fleißig mit und wenn ihr merkt, ihr habt verloren, dann geht die Kamera aus. Okay, wir fangen an. Also, auf geht's. Schnick, Schnack, Schnuck. Okay, schaut rechts neben euch. Wer hat verloren? Niemand hat verloren. Okay, dann mache ich weiter. Ah, Inga hat verloren. Okay, nochmal. Schnick, Schnack, Schnuck. Ich habe wieder gewonnen, okay. Schnick, Schnack, Schnuck. Ich habe auch gewonnen. Schnick, Schnack, Schnuck. Na, jetzt habe ich verloren. Ich mache trotzdem noch weiter. Also, mach weiter. Schnick, Schnack, Schnuck. Okay, wir haben noch 5 Leute. Annika hat, glaube ich, verloren. Dann nächste Runde. Schnick, Schnack, Schnuck. Okay, alle scheinen weiter gewonnen zu haben. Nee, Andrea ist raus. Dann Schnick, Schnack, Schnuck. Okay, 3 Leute noch da, Rita, Sascha und Michelle. Schnick, Schnack, Schnuck. Schnick, Schnack, Schnuck. Oh, jetzt müsst ihr gegeneinander spielen. Und, genau, letzte Runde. Schnick, Schnack, Schnuck. Rita hat gewonnen, sehr gut. Alle dürfen die Kamera wieder anmachen. So, das war genau ein Beispiel dafür, wie wir bei unserer Förderinitiative beim Kickoff so eine Warm-up-Aktivität gemacht haben. Genau, um euch jetzt nochmal zu erklären, was ist denn überhaupt unsere Förderinitiative, was ist digital engagiert, würde ich an Inga nochmal übergeben, die jetzt ein kurzes Video einblendet. Das seht ihr 3-4 unserer Teams aus den letzten Runden. Für alle sichtbar, der geteilte Bildschirm. Okay, danke. Und es geht los.
Digitale engagiert. Es ist definitiv das coolste Programm für die Stärkung digitaler Innovation in der Zivilgesellschaft. Als Kursleiterin gehe ich an die Schulen und kann dort die Kinder für Informatik begeistern. Ich denke, ich mache irgendwann mal was mit Programmieren. Mit Digital Engagiert wollen wir Hilfe erhalten, um den nächsten großen Schritt auf unseren Weg zu gehen. Mir bereitet es große Freude, junge, engagierte Teams zu sehen, die ihr digitales Know-how in die Gesellschaft einbringen. Mit unserem Digital Engagiert Coach arbeiten wir daran, neue Wege zu gehen, um noch mehr Menschen zu erreichen und zu unterstützen. Wir haben jetzt schon über 150.000 registrierte Nutzer und es ist einfach geil, seine Idee weiterzuentwickeln. Gerade im zivilgesellschaftlichen Engagement gibt es unglaublich viel Potenzial, wie digitale Fähigkeiten für die Generation von morgen gestärkt werden können. Unser gemeinsames Ziel: Digitalisierung soll im Bildungsbereich effektiver werden. So, genau. Das war unser Intro, digital engagiert für die Initiative von Stifterverband und Amazon. Und hiermit übergebe ich jetzt das Wort an dich, Lars, dass wir noch weitere Einblicke gewinnen. Genau, danke dir, Inga. Magst du nochmal den Bildschirm teilen? Mhm. Es soll nicht viel, was jetzt zu sehen sein wird, aber ein bisschen fürs Auge ist es schon. Genau. Genau, wir dachten, dass es vielleicht für euch zum Einstieg nach dem Schnickschnack, Schnuck und dem Video ganz gut ist, nochmal kurz ein paar Eindrücke von ausgewählten Teams zu kriegen. Wir haben uns mal drei rausgesucht. Tatsächlich arbeiten wir ja pro Förderrunde mit 12 Teams, also insofern ist das jetzt nur eine kleine Auswahl. Wenn ihr mehr über die Teams erfahren wollt, dann guckt einfach auf der Webseite vorbei. Da haben wir die auch alle nochmal gefeatured und beschrieben. Kontext. Erstes Beispiel. Kontext ist ist ursprünglich ein Team der Hochschule München. Das ist ein Projekt, das es seit 8 Jahren gibt, das sich dem Thema Lesen verschrieben hat. Und zwar Lesen als Mittel, um jugendlichen Straftätern zu helfen, sich selbst ein bisschen zu hinterfragen, durch die Literatur auf neue Gedanken zu kommen und letzten Endes auch vielleicht eine andere Richtung im Leben einzuschlagen. Also wenn man eine Lektüre wie Moby Dick zum Beispiel liest, dann kann das durchaus auch was mit einem Jugendlichen machen und den sogar zum Lesen bringen. Jetzt ist Kontext in der ursprünglichen Fassung tatsächlich sehr in der physischen Welt gewesen oder ist es auch noch. Das sieht praktisch so aus, dass die Strafvollzugsanstalten mit dem Team zusammenarbeiten, dass ein Matchmaking stattfindet und die Jugendlichen mit dem Kontextteam sich eben treffen, dass man dann werden gemeinsam Bücher vorgestellt oder vorgeschlagen, die man lesen kann. Die werden dann gelesen und dann trifft man sich wieder und diskutiert einfach über das Buch. Wie war es? Hat es mir gefallen? Sind da irgendwelche Themen hochgekommen? Und so werden die Jugendlichen eben dabei begleitet. Das Ganze ist tatsächlich auch eine Auflage. Ja, das ist passiert auch nur halb freiwillig oder eben so, wie die Jugendlichen mitziehen oder auch nicht mitziehen, aber sie müssen das eben machen, weil die Behörden das erkannt haben, dass das eben auch ein sehr schöner Weg ist und auch positive Erfahrungen gesammelt haben. So, jetzt kam Corona und vorher stand man auch schon als Kontextteam vor der Frage, wie kann man das Ganze eigentlich in die digitale Welt reinbekommen? Nicht, dass die analoge Welt schlecht ist, ganz im Gegenteil, aber es sind natürlich auch nur begrenzte Möglichkeiten da. Es sind einfach nur eine bestimmte Anzahl von Mitarbeitern, sodass man sich hier in München vielleicht mit Strafvollzugsanstalten kurzschließen kann. Aber die Frage wurde, der Wunsch war natürlich da, das Ganze auch zu skalieren und um einfach mehr Jugendlichen zu helfen, ein Stück weit ihr Leben wieder zu reflektieren. So, aus diesem Gedanken heraus haben wir dann die Arbeit gestartet letztes Jahr, sind in die dritte Förderrunde gemeinsam eingetreten und haben die Idee entwickelt, die Arbeit digital zu unterstützen. Das sieht derart aus, dass man einen Chatbot hat. Der Chatbot ist im Grunde genommen ein digitaler Begleiter, der den Jugendlichen erstmal auf dem Gerät zur Verfügung steht, sich anbietet, Bücher vorschlägt, aber dann auch beispielsweise sowas wie einen Leseplan anbietet. Jugendliche können sich Notizen machen, sie können ein Wörterbuch benutzen, um Begriffe, die nicht klar sind, mal eben nachzuschlagen. Und es gibt einfach auch Testfragen. Und so hat man das geschafft, ein Stück weit zumindest das Ganze zu digitalisieren.
Und bleibt natürlich weiterhin auch mit den Jugendlichen in Kontakt, aber kann dadurch einfach auch mehr Jugendliche erreichen. Das ist nicht alles, was das Team entwickelt hat. Es wurde eine zweite Idee entwickelt, die Arbeit mit Influencern. Da wurde aus dieser Innovationsmethodik, die wir reingebracht haben, sich Gedanken darüber gemacht, wie tickt denn eigentlich so ein Jugendlicher? Und eine Sache ist klar, Jugendliche hören weniger auf die Eltern oder andere Begleiter, sondern sind eben auch stark auf ihre eigene Peer Group angewiesen. Sie sind in Social Media unterwegs und folgen da Influencern. Und aus diesem Gedanken heraus ist die Idee geboren, mit zielgruppenaffinen Influencern zu arbeiten und die dann auch letzten Endes in die App einzubauen und dafür zu sorgen, dass sie als Avatar in der App zur Verfügung stehen und auch eine Grußbotschaft per Video an die Jugendlichen richten und sie dazu ermutigen, diesen Weg einzuschlagen, was ich persönlich einen unheimlich schönen Weg finde. Kontext ist jetzt durch die Digitalisierung und die Arbeit mit uns an den Punkt geraten, dass sie die ganze Idee auch aufbohren wollen. Sie wollen tatsächlich überlegen, ob man nicht ganz allgemein das Lesen fördern kann. Der Gedanke ist aus der Arbeit bei Digital Engagiert heraus geboren und wird gerade geprüft. Also denkt zum Beispiel daran, dass man vielleicht auch einfach in Grundschulen, in Bibliotheken ähnliche Mittel zur Verfügung stellt und Kinder und Jugendliche dadurch zum Lesen bekommt. IT for Kids ist jetzt eine komplett andere Schiene. Bei IT for Kids geht es eigentlich darum, dass Kinder und Jugendliche, aber vor allen Dingen Kinder jetzt hier, spielerisch das Programmieren im Klassenverband lernen. Es ist so, dass Informatik eine zunehmend große Rolle spielt, auch im Berufsalltag, ob man das jetzt will oder nicht. Natürlich variiert die Flughöhe, es muss nicht jeder programmieren können, aber es ist eben so, dass es einfach immer wichtiger oder immer einen größeren Raum einnimmt und es dadurch einfach gut ist, wenn man es zumindest mal versteht. Jetzt ist es so, dass das an den Schulen zwar als Thema schon großteils erkannt wurde, das aber auch oft noch nicht umgesetzt wurde, dass man das auch als aktives Angebot an die Schüler bringen kann. Und genau da setzt IT for Kids an. Es ist ein junges Team aus Aachen, es sind Studenten, die sich da auf den Weg gegeben haben und die eine Lösung schaffen, in Zusammenarbeit mit Mentoren, ebenfalls typischerweise Studenten, die sich dann in den Klassenverband reingegeben und den spielerisch mit den Kindern sich Zeit nehmen, um eben bestimmte Spiele zum Beispiel zu programmieren, damit die Kinder daran Spaß bekommen, damit sie aber auch mit dem Spaß zum Beispiel vom Programmieren eines Spiels die wesentlichen Elemente einer Programmierung verstehen. Wie ist sowas aufgebaut? Und das Dritte, und das dient eigentlich euch dazu, euch ein bisschen so ganz praktische Einblicke in unser Programm zu geben, in unsere Förderinitiative. Das Dritte ist jetzt wieder ganz anders gelagert. Hier geht es eigentlich um die Jugendleiterkarte. Wir haben in Deutschland ja eine sehr breit angelegte Jugendarbeit. Da spielen Freiwillige eine zentrale Rolle, die sich als Jugendleiter eben qualifizieren müssen, die man auch kennen möchte. Und diese Qualifizierungsmaßnahmen, die finden heute eben noch analog statt. Das ist sehr aufwendig. Wenn ihr euch mal Zahlen vor Augen führt, es werden jedes Jahr 33.000 Jugendleiter ausgebildet und wir haben insgesamt 1,8 Millionen Jugendleiter tätig. Davon kann tatsächlich durch diese analoge Versorgung oder Qualifizierung eigentlich nur ein kleiner Teil erreicht werden. Viel mehr Kapazität gibt es halt einfach nicht. Und so ist das Team von Lucky You auf die Idee gekommen, die Qualifizierung teilweise online zu nehmen oder die Qualifizierung online zu nehmen. Das ersetzt nicht die komplette Ausbildung von Jugendleitern. Man kann nicht alles digital entsetzen, aber man kann eben eine ganze Menge da unterstützen, in Form von sogenannten Micro-Learnings. Das heißt, dass Jugendleiter, die sich dafür interessieren, überhaupt erstmal zum Beispiel ausgebildet werden in Themen wie Aufsichtspflicht, Kommunikation, Pädagogik, Projektmanagement, Kommunikation. Da holt man die künftigen Jugendleiter ab
und kann sie jetzt über eine App eben auch erreichen, wo auch immer sie sind. Es sind viele von den Jugendleitern eben auch nicht in Städten unterwegs, also auch im ländlichen Raum, wo die Strukturen schlechter sind. Und schafft eben so eine breitere Wirkung, um mit Jugendleitern arbeiten zu können. Genau, das waren mal so drei ganz konkrete Beispiele, damit ihr wisst, mit wem wir es zu tun haben. Allen dreien ist gemeint, dass sie sich mit uns auf eine Reise begeben haben und wir eben intensiv auch mit ihnen zusammenarbeiten wollten. Und wie das dann genau aussieht, das seht ihr jetzt im Folgenden. Ja, vielen Dank, Lars. Genau, ich finde es mal wieder bewundernswert, wie aus der Zivilgesellschaft heraus gesellschaftliche Herausforderungen identifiziert werden und dafür dann Lösungen entwickelt und gefunden werden, jetzt hier speziell dann im digitale Lösungen. Unsere digital engagiert Reise besteht eben, wie eingangs auch schon gesagt, eben aus ganz vielen Events und Begegnungen. Einmal die Jury-Sitzung, mit der das alles startet. Eine Jury wählt dann die Projekte aus den Bewerbungen. Dann haben wir ein Kick-Off-Treffen, das wir immer in ganz tollen Locations hier in Berlin haben stattfinden lassen. Abends sind wir dann noch in den Biergarten gegangen oder in irgendein anderes Restaurant. Es ging immer über 2 Tage. Die Leute reisten an aus ganz Deutschland. Das war immer ein ganz besonderer Spirit, Aufbruchstimmung. Die Teams haben ihre Coachinnen und Coaches kennengelernt. Und das ging dann weiter mit weiteren Veranstaltungen, Hackathon zum Beispiel und zum Schluss dann auch eine große Abschlussveranstaltung, wo dann die 3 besten Projekte gekürt worden sind und dann eben auch mit der entsprechenden festlichen Stimmung. So, das ging ja nun alles leider nicht mehr im vergangenen Jahr. Und wie behalten wir dennoch den Spirit und wie schaffen wir es, dennoch die Inhalte zu vermitteln? Das war jetzt die Herausforderung, vor der wir standen, und alles in den an Online-Raum, digitalen Raum eben rüber zu übersetzen. Und unsere Erfahrung ist, dass wir diese digitalen Veranstaltungen wesentlich minutiöser, und zwar im wahrsten Sinne des Wortes minutiös, planen müssen als jetzt im analogen Raum. Einmal, weil es viel weniger Raum gibt für Interaktion, für die persönliche Begegnung, aber auch eben weniger Raum für Improvisation. Alle Aufmerksamkeit ist auf den Bildschirm gerichtet, und da wollen wir sie auch haben und da wollen wir sie vor allen Dingen auch halten. Und gleichzeitig ist die Aufmerksamkeitsspanne bei den Teilnehmenden viel geringer. Und wie kriegen wir das alles zusammen? Wir haben dann entwickelt einen Regieplan, der ist jetzt ein bisschen sehr klein, aber wie gesagt, minutiös, Minutenplanung haben wir da angesetzt, von der Begrüßung bis zu den einzelnen Slots und Inhalten. Und haben uns auch immer bemüht, das relativ interaktiv zu gestalten. Wie ganz genau, darüber, da kommen wir dann gleich nochmal drauf zu sprechen. Ganz wichtig war aber auch, immer wieder Pausen einzusetzen. Wie gesagt, Aufmerksamkeitsspanne ist wesentlich geringer. 5-Minuten-Pausen, 10-Minuten-Pausen oder auch eine ausgiebige Mittagspause sind hier für so digitale Veranstaltungen eigentlich also ein absolutes Muss. Genau. Weil wir weniger Zeit haben im digitalen Raum, müssen die Inhalte dennoch vermittelt werden. Und da haben wir uns in so einer Vorabkommunikation, damit haben wir sehr gute Erfahrungen gemacht, dass wir vorab so viel klären und Informationen liefern wie möglich. Das spart uns einfach dann im digitalen Raum, das alles nochmal verbal aussprechen zu müssen, zu kommunizieren. Also ein minutiöser Regieplan mit detaillierter Rollenverteilung, darauf wird jetzt gleich Laura nochmal eingehen, mit ausreichenden Pausen und auch interaktiven Elementen, die wir dann noch vorstellen werden, aber auch eine sehr detaillierte Vorabkommunikation, um einfach Zeit zu sparen. Laura, Rollen. Wir haben viele verschiedene Rollen identifiziert jetzt im digitalen Raum. Magst du die gerade vorstellen? Ich blätter weiter. Genau, also zu den Rollen. Wir haben, wie Inga gerade schon erzählt hat, wir hatten diesen sehr, sehr detaillierten Regieplan und hatten da dann auch jetzt explizit zum Beispiel für das Kick-Off-Event, was wir geplant hatten mit den Teilnehmenden, verschiedene Rollen definiert. Die seht ihr hier auf dem Bildschirm. Also wir hatten zum Beispiel eine Person, die Bildschirm und Audio geteilt hat. Dokumentation war eine Rolle, Moderation natürlich. Dann hatten wir eine Person, die immer darauf geachtet hat, dass Zeit eingehalten wird. Manchmal, also hatten wir es nicht in dem Kontext, aber manchmal auch so
solche tollen Schildchen, Zeit vorbei, noch 30 Sekunden, dass es irgendwie auch so ein visuelles Element da ist. Genau, einen Technik-Support, der den Chat betreut hat, sich irgendwie, wie es auch hier ist, wie es bei dem Digital Social Summit hier wahrscheinlich schon mitbekommen habt, an die man sich wenden kann, wenn man Probleme hatte. Eine Person, die Breakout-Räume geschaffen hat und Social Media betreut hat. Also ganz, ganz viele verschiedene Rollen, auch mehr Rollen als sonst tatsächlich. Andere Rollen im Vergleich zu analogen Events. Und zum Teil dann irgendwie auch Beschränkungen in die Richtung, dass natürlich, habt ihr selber wahrscheinlich auch bei euren Meetings gemerkt, wer den Bildschirm teilt, sieht die Teilnehmenden irgendwie schlechter, ist auf Unterstützung durch andere angewiesen. Das war bei uns nochmal so ein Learning ganz zu Beginn. Und auch Moderation ist natürlich noch eine ganz andere Herausforderung, weil man weniger direktes Feedback der Teilnehmenden bekommt. Deshalb haben wir dann so Punkte wie zum Beispiel gerade eben diese Schnick-Schnack-Schnuck mal eingebaut, dass man die Teilnehmenden dann doch nochmal sieht in Interaktion. Und genau, viele Pausen eingebaut und so weiter, was Inga gerade schon erzählt hat. Ich würde, wenn du weitergehst auf die nächste Seite, nochmal kurz die digitalen Tools vorstellen, die wir genutzt haben. Viele davon kennt ihr wahrscheinlich auch oder habt sie selbst schon genutzt und genau, freue mich drauf, auch nachher von euch noch zu hören, was ihr daran auch gut fandet, wo ihr sagt, das Tool hat bei uns vielleicht auch gar nicht funktioniert. Genau, wir haben, wie gesagt, eine Reihe digitaler Tools benutzt in der Planung und im Management der Initiative generell und dann aber auch in der Durchführung der verschiedenen Veranstaltungen. Miro seht ihr gerade jetzt schon hier, das ist so ein Online-Whiteboard, kennen die meisten wahrscheinlich schon, recht ähnlich zu Mural, das es auch noch gibt. Genau, wir nutzen das in der Präsentation, aber haben es zum Beispiel auch in der digitalen Zusammenarbeit genutzt. Wir hatten bei der Kickoff-Session eine Coaching-Session direkt schon zwischen dem Coach und dem Team und hatten da verschiedene Breakout-Räume bei Zoom eingerichtet und dann jeweils so ein Miro-Board für die Teilnehmenden und die Teams, wo sie dann explizit schon während der Sessions gemeinsam gearbeitet haben. Dann genau haben wir verschiedene Umfragetools, die wir genutzt haben. Mentimeter kennt ihr wahrscheinlich auch schon für Umfragen während der Sessions vor allen Dingen. Und im Nachgang haben wir auch Typeform benutzt, zum Beispiel zur Evaluation oder zur Abfrage davon, wie weit sind die Teams. Genau, und dann, Typeform war aber eine Sache, die wir explizit tatsächlich schon vorher genutzt haben, bevor wir komplett ins Digitale umgezogen sind. Dann haben wir, was wahrscheinlich auch schon ein paar von euch kennen, Wanda genutzt. Das ist auch ein Online-Videokonferenz-Tool, wo man sich selbst als kleinen Avatar sieht, sich bewegen kann und anders als es jetzt bei Zoom ist, sich sozusagen online mit Menschen treffen kann und nicht explizit in einen Breakout-Raum gehen muss. Das haben wir am ersten Tag des Kickoffs, unseres Kickoff-Events von der Initiative genutzt. Da konnten die Teams sich dann im Anschluss an diesen offiziellen Teil austauschen und sich treffen und einfach so ungezwungen miteinander sprechen. Genau, dann Trello, ähnlich wie Asana, was vielleicht auch einige von euch kennen, ein Projektmanagement-Tool, das haben wir auch im Vorfeld schon genutzt, um die Initiative zu planen und nutzen das auch jetzt noch, so eine digitale To-Do-Liste. Und genau, Slack ist so ein Messenger-Tool, kennen wahrscheinlich auch von euch viele, da haben wir ganz viele verschiedene Channels, einmal für die Events, die wir haben, dann intern Team-Channel und da läuft praktisch unsere gesamte Kommunikation drüber. Generell, ich habe jetzt irgendwie recht viele Tools vorgestellt, nicht alle passen immer, ich glaube, manchmal muss man sich auch irgendwie bisschen begrenzen und nicht mit so einer Tool-Schlacht sozusagen starten, dass man nochmal eine Umfrage macht und nochmal hier was und da was. Manchmal ist vielleicht auch normaler Austausch ganz gut, das haben wir auch gemerkt, dass die Teams einfach nur Lust hatten, manchmal in kleinen Runden zu sprechen und nicht unbedingt dann Wanda das Tool der Wahl war. Jetzt würde ich wieder an dich übergeben, Inga, die uns noch unsere Ideen, die Formate, die wir genutzt haben zum Socialize und zum Warm-up der Teilnehmenden vorstellen wird. Ja, vielen Dank, Laura. Genau. Interaktion, Digital Socializing haben wir es genannt. Ich habe ja vorhin schon erzählt, der Spirit dieser Initiative, den in den digitalen Raum holen und 12 Projektteams, also rund 30 bis 40 Personen, die sich noch nie vorgesehen und gesehen haben und begegnet sind, wollen sich kennenlernen, die wollen wir irgendwie zusammenbringen und gemeinsam auf diese 6-monatige Reise schicken. Was haben wir da genutzt? Zum Beispiel Bingo, wir haben also auch ausschließlich über Zoom gearbeitet, hatten dann Breakout-Rooms erstellt und in diesen Breakout-Rooms einige Projektteams dann so zusammengetan, die konnten sich kennenlernen über vorbereitete Fragen, eben also Bingo spielen und hatten da einige Minuten Zeit für den persönlichen Austausch. Was auch immer gut funktioniert, ist Interviews, wo wir geachtet
darauf geachtet haben, so eine Art Fernsehatmosphäre zu kreieren, indem wir alle gebeten haben, die Kameras auszustellen. Und dann kann man nochmal mit so einem Klick die ausgestellten Kameras unsichtbar machen. Und es sind wirklich nur die sprechenden Personen sichtbar. Musik ist auch immer sehr gut angekommen. Wir haben so eine kleine Playlist erstellt, die ja auch immer ganz gut ankam und die auch ein bisschen Stimmung gebracht hat. In einem Kurs habe ich auch schon mal darum gebeten, dass alle aufstehen und ein bisschen sich strecken, dehnen oder womöglich auch noch tanzen können, um da so den Kreislauf wieder in Schwung zu bringen. Wir haben eingesetzt, auch gerade im Kickoff, Introfilme und Präsentationen. Und genau. Und dann haben wir jetzt in der aktuellen Förderrunde eine Improvisationstheater-Gruppe und die haben mit uns Improvisationstheater gespielt, indem sie so klassische Hollywood-Schinken eingeblendet haben. Also die Teilnehmenden wurden in zwei Gruppen geteilt. Die einen mussten die Augen schließen, die anderen konnten den Filmtitel sehen und dann durften alle wieder schauen und mussten erraten, welcher Filmtitel dort jetzt nachgeahmt worden wurde. Dann haben wir das Kommunikationstool Slack eingeführt in dieser Initiative. Und da galt es nun, wie kriegen wir alle auf Slack, weil das ist unser Hauptkommunikationsmittel. Und da hatten wir dann diese Mittagessen-Challenge, wo wir die Teams und alle Teilnehmer darum gebeten haben, ein Foto von ihrem Mittagessen zu machen und das im Slack-Channel gleich zu posten, was auch immer auf viel Anklang stand, kam. Und schwupp hatten wir sie dann auch schon alle auf Slack. Schnick, schnack, schnuck habt ihr bereits kennengelernt und ich hoffe, das hat euch auch ein kleines Lächeln auf die Lippen gezaubert. Und wie gesagt, wir planen ja alles wunderbar minutiös und wir sind sogar über der Zeit. Ursprünglich waren noch 3 Minuten länger eingeplant, dass wir um 13.15 Uhr in den offenen Raum gehen und in den Austausch mit euch. Aber jetzt ist es 13.13 Uhr und wir sind 2 Minuten früher und deswegen würden wir den Raum jetzt öffnen und gerne von euch erfahren, welche Tools nutzt ihr? Was sind so eure Learnings von Veranstaltungen der letzten 12 Monate oder nahezu 12 Monaten? Was habt ihr Lust, was wollt ihr mit der Gruppe hier teilen? Ich stoppe jetzt die Bildschirmteilung und freue mich auf das Teilen untereinander. So, genau. Wie wollen wir uns organisieren? In der Regel machen wir das mit diesem Handheben. Aber das macht auch nur Sinn, wenn auch richtig viel jetzt Feedback aus der Runde kommt. Es wäre toll, wenn wir euch jetzt nochmal sehen könnten. Und vielleicht habt ihr auch erstmal Nachfragen. Dann zu den Veranstaltungsplanungen oder auch meinetwegen, also auch gerne zu der Förderinitiative. Genau. Lars. Ja, ich überbrücke mal kurz. Jetzt haben wir ja viel darüber geredet, was wir gemacht haben und wie wir es gemacht haben und dass es auch ganz gut funktioniert hat. Man muss aber natürlich realistischerweise auch sagen, dass Digitalisierung halt auch ihre Grenzen hat. Wir vermissen natürlich schon auch den direkten Austausch, den Kontakt miteinander, die Abschlussveranstaltung vor Ort. Ich will nur noch mal kurz sagen, also viel klappt, manches klappt auch okay und manches vermisst man einfach. So ist es, glaube ich, am besten zusammengefasst. Ist aber auch gar nicht schlimm, weil wenn man nur analog arbeitet, dann klappt manchen Sachen ja auch nicht. Also ich kann jetzt zum Beispiel sagen, dass wir sehr intensiv mit den Teams zusammenarbeiten können, dadurch, dass wir es digital machen. Wenn wir das alles reduzieren würden auf die analoge Welt, dann hätten wir viel weniger Austausch. Also es ist so ein bisschen einmal umgedreht, aber perfekt ist es natürlich hüben wie drüben nicht. Das muss man einfach auch mal klar sagen. Ja, das stimmt natürlich. Ich denke, die Kombination macht am Ende auch. Ja. Andrea hatte sich gemeldet. Ich finde das sehr schön, was der Lars nochmal gesagt hat, weil wir führen viele Seminare durch und wir haben alle so das Gefühl, oh, es fehlt uns was. Dieses Persönliche im Raum sein, mal die Gelegenheit haben, auch wirklich mal vielleicht auch mal jemanden beiseite zu nehmen und zu sagen, ey, hör mal. Und manchmal kriegt man ja auch raus, na, das, was ich ja eigentlich geplant habe, funktioniert bei dem
Überhaupt nicht oder bei der überhaupt nicht oder so. Das fehlt, glaube ich, so ein bisschen im Virtuellen. Ja. Meine eigentliche Frage ist aber, alles, was sie vorgestellt hat, ist immer alles für junge Leute. Das, was ihr so in Slack, all diese Sachen, ich arbeite vorrangig mit Älteren, wir arbeiten sehr, sehr viel mit Zoom, machen mittlerweile, da haben wir sie jetzt alle auch schon so hingekriegt, bis auf einige völlig Verweigerer, gut, da kann ich dann auch nicht helfen. Aber habt ihr auch Erfahrungen mit älteren Leuten gemacht? Also ich sage jetzt mal 55 aufwärts. Ja, also Zielgruppe unserer Initiative sind vor allen Dingen junge Leute. Lars, gerne, bitte. Ja, ich würde dem tatsächlich so ein bisschen widersprechen, aber wir hatten ja nicht nur junge Hüpfer dabei. Das ist zwar der Schwerpunkt, das ist schon richtig, aber wir hatten auch etwas, ich hoffe, ich trete jetzt keinem auf den Stips, aber Gartenreal Digital zum Beispiel sind jetzt auch nicht mehr Jugendliche. Der Ansatz, der ist und bleibt der gleiche. Ich weiß genau, was du meinst, und die Anzahl wahrscheinlich ist der Prozentsatz derjenigen, die dann noch affin sind und dann auch Bock haben, mal irgendwie nochmal ein Tool auszuprobieren und so, das nimmt dann ein bisschen ab. Ich bin jetzt Rheinländer, ich sag mal, es ist aber so, ja. Es nützt ja nichts, hast du ja auch gerade selber schon gesagt. Wir können uns jetzt die Welt gerade nicht irgendwie anders schnitzen, wie sie ist, deshalb müssen wir ja eigentlich in diese Schiene reingehen. Und das haben ja Laura und Inga auch schon gut erklärt. Man muss da viel begleiten, vorbereiten, moderieren, Geduld haben, Technikchecks machen. Das haben ja Hendrik und so. Die haben das ja auch mit uns gerade nochmal gemacht. Das gehört dann einfach dazu. Und ich glaube tatsächlich auch, Andrea, einen Teil wirst du auch so nicht erreichen. Aber was willst du machen? Das ist so. Genau. Also, das ist eine Lernkurve. Wir sind alle in einer riesen Lernkurve gerade. Ja. Also ich glaube, Schnick, Schnack, Schnuck kann man ja auch jenseits von miteinander spielen. Und Bingo ist auch ein bekanntes Spiel. Vielleicht noch als Ergänzung, Inga. Wir haben halt für jedes Team einen Coach oder eine Coachin, also 12 Personen, die zum Beispiel ich habe letztes Jahr gestartet, auch nie persönlich kennengelernt habe. Das war tatsächlich eine Herausforderung, und da haben wir uns zum Beispiel aber auch so Stolpersteine gesetzt, dass wir gesagt haben, an Zeitpunkt X rufen wir die Coaches doch mal an und fragen so, wie geht's euch, und haben halt explizit uns nochmal Termine gesetzt, um eins zu eins mit den Menschen auszutauschen, was wir im Vorfeld, glaube ich, nicht so stark hatten, einfach weil es immer Orte und Termine gab, sich offline zu treffen, und so haben wir uns halt das explizit nochmal in den Terminkalender geschrieben, so, von denen haben wir irgendwie wenig gesehen im Slack-Channel, die waren jetzt nicht bei der digitalen Sprechstunde, wir haben eine digitale Sprechstunde eingerichtet, und deshalb haben wir die Person dann nochmal explizit angerufen, also ein bisschen mehr nachfassen, glaube ich, muss man doch, und irgendwie versuchen, Angebote zu schaffen, die dann auch passen für Menschen, die vielleicht dann nicht so digital affin sind. Das haben wir noch zusätzlich gemacht. Ich glaube, Inga, du hattest es vorhin ja auch gesagt, irgendwie nicht überfrachten irgendwie mit zu vielen Tools, also das ist auch so ein bisschen bei uns die Erfahrung, wenn man jetzt irgendwie da eine Landingpage hat und von da aus geht man in den Zoom-Räume, dann werden da irgendwie Links in den Chat gehauen zur Mentimeter-Umfrage und dann noch zu Miro, und dann soll man sich aber auch noch auf Slack irgendwie vernetzen, ne? Dann ist da irgendwann eine Schmerzgrenze erreicht, wo wir da hingekommen sind, das ein bisschen schlanker zu halten oder irgendwelche integrierten Lösungen halt zu finden, ne? Also dass die Leute nicht permanent hin und her hüpfen müssen zwischen irgendwelchen Tabs und irgendwie gar nicht mehr unterscheiden, habe ich jetzt irgendwie mein Miro-Board gerade, irgendwie sehe ich das gerade über Zoom und dann kann ich aber nicht drin arbeiten, oder bin ich jetzt im echten Miro-Board oder wie auch immer. Also dass da einfach dann weniger manchmal auch mehr sein kann. Ne? Ja, das ist richtig. Ja. Okay. Ich denke, was ein ganz zentrales Element ist, auch Interaktivität. Leute 3 Stunden frontal zu beschallen, ich halte es selber nicht aus, muss ich sagen. Deshalb ist Pausen das ein. Ich habe heute Morgen noch eine Veranstaltung gehabt mit 30 Studenten. Das könnte man sagen, die sind jung und sie sind es gewöhnt, aber die steigen nach 1,5 Stunden steigen die auch aus. Deshalb habe ich mir angewöhnt, einen Wechsel zu machen zwischen, ich gebe mir einen Impuls und gebe dann aber auch Zeit zu verarbeiten oder in Diskussion zu gehen oder so. Und das macht den Leuten dann auch wieder Spaß, wenn sie merken, sie können sich selber beitragen und nehmen dann auch was daraus. Ja. Ute, du hast dich gemeldet. Ja, ich habe eine Frage, und zwar auch nochmal auf das, was der Hendrik, glaube ich, gesagt hat zum Thema die Überfrachtung. Wir haben jetzt gerade eine Woche seelische Gesundheit vor, also auf digitaler Ebene, und sind eben auch am Überlegen, die Landingpage
möglichst schlank zu halten. Wir merken aber, dass der Trend eben auch irgendwie, es gibt so viel im Moment, was angeboten wird, wie was für tolle Räume illustriert mit tausenderlei Sachen. Da liegen wir aber auch, glaube ich, gar nicht so falsch, wenn wir uns reduzieren. Ist das so? Ist natürlich auch Kostengründe, aber das ist jetzt nochmal schön zu hören. Ist das, wie ist da eure Erfahrung? Also die Frage ist jetzt, reduzieren von Tools, richtig? Richtig, ja, Reduzierung auch von Eindrücken auf so einer Landingpage. Ja? Also ach so, Landingpage, muss das wahnsinnig ja. Illustriert sein, muss da so viel passieren. Das hat natürlich auch Kostengründe. Ja? Aber ja, also so eine Plattform zu bieten, wo die Leute im Grunde erstmal ankommen auf unserer Webseite. Da haben wir auch so jetzt das Gefühl, da wird ganz viel gemacht und ganz viel getan und da gibt es unglaublich viele Angebote in der Richtung. Es kommt mir so ein bisschen vor, als ist das jetzt State of the Art, aber muss das sein? Also eure natürlich ist mit Zelt und mit Elbstrand und so weiter. Macht man das jetzt so? Ist das jetzt so? Ist es nicht verpflichtend? Also ich kann jetzt nur so aus Veranstalter-Sicht mal so ein bisschen sagen, das ist natürlich nicht verpflichtend und haben sich jetzt die Kolleginnen auch irgendwie ausgetobt und ich glaube, das macht ja auch irgendwie Spaß, dann so ein anderes Entree zu haben. Aber das ist natürlich null jetzt irgendwie, also das ist mit viel Aufwand verbunden, nicht nur finanziell, sondern irgendwie auch, was den zeitlichen Vorlauf angeht und so weiter und so weiter. Und wenn es dann irgendwie halb gemacht ist oder schlecht gemacht ist, dann geht es ja auch wieder nach hinten los. Also gerade was jetzt so Landingpages angeht, bin ich irgendwie ein Freund davon, das irgendwie vor allen Dingen übersichtlich und klar irgendwie zu halten, sodass die Leute einfach wissen, wo sie hin müssen. Also letztlich ist das ja irgendwie so ein bisschen der Rangierbahnhof, ne? Und die Leute wollen irgendwie einfach vorrangig klipp und klar wissen, wenn ich irgendwie zu dem Programmpunkt will, dann muss ich im besten Fall nur einmal hier klicken und dann bin ich da und ich weiß auch, wie ich wieder zurückkomme. Also da würde ich zweifelsfrei so ein bisschen auf die schlanken Funktionalitäten irgendwie achten. Vielleicht auch als Ergänzung dazu, wir hatten ja jetzt als Session-Gebende bei euch, aber wir haben das bei uns bei der Förderinitiative auch so gemacht, dass wir nochmal Briefing-Termine angeboten haben für die Leute. Also zu schauen, dass du Informationen, die jetzt nicht explizit auf dieser Landingpage sein musst, den Leuten irgendwie anders rüberbringst, durch irgendwie Termine im Vorfeld, durch eine Mail, was auch immer, damit wirklich nur das Essentielle, was da drauf sein muss, auch wirklich da drauf ist. Also was du gerade meintest, halt auch Hendrik nicht überfrachten mit Sachen. Ich glaube, Thomas hatte auch noch eine Frage. Ja, und ich habe ja gerade was gelernt. Nein, das sieht man nicht. Wir müssen ein bisschen auf die Zeit gucken. Heute sehe ich um halb schon die nächste. Ich kann es machen, so. Aber wir haben noch ein bisschen mehr Zeit, glaube ich, oder? Wir haben noch zwei Minuten. Zwei Minuten nominell nur. Ja. Dann darf Thomas aber noch ganz kurz fragen. Vielen Dank. Ich habe auch gar nicht viel zu sagen. Ich wollte es nur unterstreichen. Also entscheidend sollte, glaube ich, nicht sein, was möglich ist oder wie es andere machen, sondern was es eurer Zielgruppe erleichtert, die Informationen aufzunehmen. Und wenn die sagen, oh, mir ist es recht, wenn ich alles auf einem Fleck habe und es darf sich dann auf der Reihe nach aufbauen im Zuge der Planung der Veranstaltung, dann ist es vielleicht besser als so ein E-Mail-Bombardement, weil da gibt es wahrscheinlich keine allgemeine Festlegung, sondern da würde ich versuchen, von eurer Zielgruppe rauszukriegen, was denen hilft. Ja, viel Klarheit, ne, glaube ich, braucht es einfach. Viel Klarheit im Vorfeld, in der Kommunikation, in der Planung und viel bewusste Steuerung. Es ist ja stärker als bei analogen Veranstaltungen. Und auch wirklich getrieben von den Menschen. Ne? Da sitzt ja immer noch ein Mensch auf der anderen Seite, der muss das ja auch verarbeiten können. Und dann hängt es halt, was Thomas meint, welche Zielgruppe ist es eigentlich und was ist der Anwendungsfall? Manchmal, wenn es jetzt ein Firmenporträt ist, dann kann man es schlank halten, dann sollte man es schlank halten, dann kommt es auf Kernbotschaften an. Aber wenn es jetzt ein Informationsportal ist, dann wird es schon schwieriger, ne? Dann muss man es runterbrechen und so. Ich glaube, man kann da keine pauschale Antwort drauf geben. Ja. So, im Chat ist jetzt gerade noch ein Link für die Vertiefung hinterlassen worden. Das nehmt das gerne mit, öffnet das schnell, bevor dann der Raum zu ist und dann haben wir keinen Zugriff mehr.
Ja, vielleicht noch ein kurzer Schlusssatz, wenn ihr mögt. Die Gelegenheit habt ihr auf jeden Fall. Das ist toll. Vielen Dank, Henrik. Also erstmal herzlichen Dank an dich, Henrik, und an deinen Kollegen Sebastian und das ganze Team vom DSS. Ich finde, es macht Spaß und es ist trotzdem auch eine neue Welt zu entdecken, neben den Herausforderungen und neben den Verlusten, die wir natürlich leider irgendwie akzeptieren müssen. Ja, trotzdem gibt es auch Chancen und ja, aber ich glaube, wir freuen uns alle auch wieder, wenn diese Zeit ja hinter uns liegt, vermutlich. Mhm. Genau. Ja, viel Spaß euch allen auf den weiteren Sessions. Tolles, spannendes, buntes Programm. Ja, am Elbstrand nicht vergessen, die Sonnencreme aufzutragen und viel, viel Spaß noch und schönen Tag euch. Und danke, dass ihr hier bei uns wart. Genau, vielen Dank. Danke euch. Genau. Ihr könnt jetzt tatsächlich wechseln quasi in die nächste und, glaube ich, letzte Session-Runde, die jetzt gleich schon um 9:30 beginnt. Oder, wie gesagt, Vernetzung am Elbstrand ist auch immer eine gute Idee. Okay, vielen Dank an euch alle. Danke dir.